Hallo zusammen und willkommen bei den Screenshooters, willkommen bei Before We Leave. Before We Leave ist jetzt vor 2-3 Tagen rausgekommen und ist ein Städtebauspiel, Strategiespiel. Das Ganze ist von einem Independent-Studio gemacht worden, und zwar den Balancing Monkey Games. Und die Beschreibung von dem Spiel ist: Before We Leave lässt dich in deiner eigenen gemütlichen Ecke des Universums gewaltfreie Städte errichten. Entdecke und errichte die Zivilisation neu. Erstelle ein logistisches Netzwerk aus zahlreichen Planeten, überwinde uralte Herausforderungen und wehre dich gegen hungrige Welt. Wehre dich gegen hungrige Welt. Ja, so steht es zumindest da. Und ich würde sagen, das Ganze gucken wir uns mal an. Ich würde sagen, auch direkt mit einem neuen Spiel. Wir machen die Einführung. Einfach mal, um zu sehen, wie es funktioniert, einen ersten Eindruck zu bekommen, und dann danach können wir uns in das eigentliche Spiel stürzen. Vor langer Zeit zog sich die Menschheit in unterirdische, da war ich zu langsam. Naja, die Menschheit hat sich in die unterirdische Welt zurückgezogen und kommt jetzt wieder zurück zur Oberfläche. Und ja, unsere Aufgabe ist es jetzt hier, die Zivilisation wieder ein bisschen aufzubauen. Wir können auf der Welt hier beginnen und im späteren Verlauf expandieren wir dann in den Weltraum. Grundlegende Steuerung. Endlich ist es soweit. Nach einer ewig anmutenden Zeit kommen deine Bürger aus ihrem unterirdischen Schutzraum wieder an die Oberfläche. Halte die rechte Maustaste gedrückt, um dich in deiner neuen Heimat zu bewegen, und zoome mit der mittleren Maustaste hinein und heraus. Ja, wie gesagt, das ist jetzt erstmal die Einführung. Und irgendwie sieht das sehr witzig aus, ne? Ich denke, dass hier oben, das ist die Wolkendecke. Ja. Mit der mittleren rein und raus zoomen, Dorf errichten. Geben wir deinen Bürgern ein Zuhause, indem wir Straßen und Hütten bauen. Alle Gebäude müssen an einer bestehenden Straße platziert werden. Wenn du mit dem Platzieren fertig bist, kannst du das gewählte Gebäude mit dem Rechtsklick abwählen. Gucken wir mal. So, also, wir sollen eine Straße bauen. Machen wir mal. Einfach hier lang und in diese Richtung auch. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, was gut oder was schlecht ist. Hier auch noch mal ein bisschen. So, dann haben wir direkt ein kleines Straßennetzwerk hier. Vielleicht noch in diese Richtung. So, jetzt haben wir hier sternmäßig, kommen wir jetzt hier überall hin. Mit der rechten Maus das abwählen, haben sie gesagt. So, und dann Gebäude. Neu. Ein Ort, an dem deine Bürger leben können, bietet Lagerraum für Nahrung und Getränke, von denen sie sich ernähren können. Bürger, die noch keine Arbeit haben oder nicht genug zum Essen oder Trinken bekommen können, warten hier. So, da wird angezeigt, was wir brauchen. Holz, und es dauert 5 Sekunden. Und benötigt eine Kachel. Kann nur von einem Punkt aus betreten werden. Okay. 3 Stück haben wir so gesagt. 1. Dann machen wir es mal direkt hier. So, haben wir 3 Hütten haben wir gebaut. Beziehungsweise sehen zu, dass die gebaut werden. Wir zoomen ein bisschen ran und gucken uns das Ganze von der Nähe aus an. Kann man auch drehen. So. Klasse. Der Schutzraum produziert zwar langsam Nahrung und Wasser, aber du brauchst mehr. Und zwar schnell. Baue 2 Kartoffelfelder, baue einen Brunnen. 2 Kartoffelfelder und einen Brunnen. Ich würde sagen, die Kartoffelfelder platzieren wir hier. Das ist ja gerade noch so ein bisschen Luft. Ups, ja, Kartoffelfelder. Hier, da wird uns auch angezeigt, wo wir sie bauen können. Machen wir mal hier und da. Wunderbar. Die Straßen werden auch direkt angeschlossen. Perfekt. Und einen Brunnen. Gibt es da irgendwelche? Nein, den kann ich scheinbar auch überall hinstellen. Dann nehme ich mal die Ecke für den Brunnen. Kann man das Ganze aus der Nähe an hier. Da sind die Bauern am Werken. Es wächst auch schon direkt was. Hier ist ein altes Schiff. Zerstörtes Schiff, können wir es reparieren? Ah, okay.
Jetzt musst du eine Holzfällerhütte errichten, um Baumaterial zu erhalten. Platziere sie in der Nähe von Bäumen, damit du schneller an Holz kommst. Ja, da würde ich mal sagen, die packen wir irgendwo hier unten hin. So. Ja, komm. Ist egal. Wir machen die mal hier hin. Holzfäller. Hier. Da ist ja Holz. Und schon legen sie los. Hütte ist fast gebaut. Da ist er. Das Dorf steht jetzt. Wir können uns also größeren Zielen zuwenden. Wir werden mit einem Schiff die Welt erkunden. Dafür brauchen wir Steine. Mit dem Abrisswerkzeug kannst du Bäume fällen und die Steine darunter gelangen. Wähle das Abrisswerkzeug und klicke auf die Bäume, die du entfernen möchtest. Wälder zu roden ist harte Arbeit. Du musst also ein wenig warten, bis deine Bürger damit fertig sind. Gut, gut, gut. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich hier nicht die Bäume abreiße, die vielleicht er da benötigt. So, da kann ich das auswählen. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal die hier hinten. Den und den. Okay, wir sehen, dass die Sachen verschwinden. Um dein Schiff zu bauen, benötigst du unter anderem Werkzeuge. In der Nähe befindet sich ein uraltes Metallgebilde, das der Legende nach ein Ding in ein anderes verwandeln kann. Vielleicht hilft das. So, das ist es. Nicht neben einer Straße. Das heißt, ich muss das jetzt erstmal kurz anschließen an die Straße. Das haben wir. So. Werkzeug. Ich hoffe, das war richtig. Ich denke jetzt, was die produzieren. Also da oben Werkzeuge 8. Der braucht erstmal 15 Holz, oder wie sieht das aus hier? Kann man das ein bisschen schneller ablaufen lassen? Genau, machen wir mal hier ein bisschen schneller. Doppelte Geschwindigkeit. Wow. Apropos uralt. Deine Bürger brauchen Hilfe, um die Überlebensstrategien ihrer Vorfahren neu zu erlernen. Baue eine Entdeckerhütte, um Gegenstände aus Haufen uralter Technik zu sammeln und errichte eine Bibliothek, um ihr Wissen zu erweitern und zu bewahren. So, eine Entdeckerhütte. Gehen wir hin. Schub. Entdeckerhütte. Den platzieren wir mal hier. Was haben wir noch? Eine Bibliothek. Die kommt hier. Sitzt da gegenüber. Da können sie sich austauschen. Baut immer fleißig. Legen wir einen Zahn zu hier. Da ist die Entdeckhütte, die ist schon fertig. Und da haben wir die Bibliothek. Super, du hast die Grundlagen für ein florierendes Dorf gelegt. Sieh dich doch mal auf der Insel um und versuche weitere Dinger für deine Bürger zu bauen. Dinge, nicht Dinger. Naja, gut. So. Ich soll mich umsehen, was haben wir hier? Uralte Technik. Keine Verschmutzung, keine Straße, Tempoeinschränkung. Komm.
komme ich da irgendwie hin? Ja, höchstwahrscheinlich, wenn ich eine Straße baue. Es ist Zeit zu büffeln. Deine Bürger können nun die Bibliothek nutzen und sollten erforschen, wie man Stein und andere Mineralien sammelt, damit sie ihr Schiff reparieren können. Stein ist eine wichtige Ressource, die in den Bergen des Hochlands abgebaut werden muss, aber dazu müssen wir erst hinaufkommen. Erforsche Aufzüge und baue dann an einer Felswand. Vergiss nicht, mehr Werkzeuge mit dem Umwandler herzustellen, wenn sie dir ausgehen. Okay. Wie geht das jetzt hier? So. Hier werden neue Erfindungen mit Hilfe des Wissens alter Zivilisationen erforscht. Du kannst nur eine Bibliothek pro Insel bauen. Aufzug ermöglicht den Bau von Aufzügen, mit denen sich Bürger zwischen Ebenen bewegen. Da machen wir die Forschung mal. Hier sieht man schon dann den ganzen Entwicklungsbaum, was dann so kommen wird. Also erst den Aufzug, dann kommt der Bergbau. Ich baue hier die Straße weiter. Die auch abreißen. Denn dann schicke ich da mal eben kurz einen hin, der soll. Diese Karre ist bereits belegt. Sehr. Möchte aber ein Wald. Möchte den Wald. Nein, das ist ja auch falsch, was ich hier mache. Holzfällerhütte. Ja. Das Gebäude wird abgerissen. Gucken wir mal. So, genau das wollte ich. Jetzt baue ich ihm schnell noch die Straße. Dann haben wir das. Was möchtest du? Aufzug. Und den soll ich hier platzieren. Perfekt. Baue einen Aufzug an einer Felswand. Genau das machen wir gerade. Lass das Ganze mal ein bisschen schneller ablaufen. Das Hochland ist jetzt zugänglich, also überlege dir, wie du deine Bürger dazu bringen kannst, Steine abzubauen. Sammeln. Was können wir hier? Bergbau. Dann lassen wir den Bergbau jetzt erforschen. Ich denke, die machen was. Erforsche Bergbau in der Bibliothek. Genau, das läuft. Wir gucken mal, was das Ganze jetzt hier ist. Uralte Technik. Lagerkapazität 57 Gras. Gebäude aktiv. Okay. Was haben wir hier? Nochmal uralte Technik. So. Das lassen wir hier. Werkzeug bauen. Die erforscht. Was haben wir hier? Riesige Überbleibsel uralter Zivilisation. Hier können Steine abgebaut werden. Okay. Das kriegen wir wohl hin. Wie sieht das? Achso, wir brauchen jetzt erstmal die Steine, damit wir das Schiff reparieren können. Es ist Zeit, einen Steinbruch zu errichten. Der Steinbruch muss an einem Berg und einer Straße errichtet werden. Der Steinbruch ist eines der Gebäude, die ihre Umgebung verschmutzen. Verschmutzung wirkt sich darauf aus, wie zufrieden deine Bürger sind, wie effizient sie arbeiten. Wähle mit Bedacht, wo du das Gebäude platzierst. Ihre Umgebung wird verschmutzt.
Ja, dann gucken wir mal, wie viel Platz der überhaupt braucht. Da sehen wir dann halt, da wird genau angezeigt, welche Bereiche verschmutzt werden. Das ist gut zu wissen. Dann könnte ich das doch hier hinten machen. Geht natürlich nicht, weil ich da erst was abreißen muss. Das sollte aber zu schaffen sein. Und ich reiße auch da mal ein paar Bäume ab, damit wir einen sauberen Weg legen können. Schrapp, 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 schon. Genau, so ist das richtig. Hier lang. Dann noch den. Dann bauen wir da hübsch auf. Wenn das hier abgerissen ist. So. Entdeckerhütte. Steinbruch. Da ist er. Aber es ist doch nicht mehr ein Berg. Verstehe ich jetzt nicht. Oder muss ich das hier oben? Auch nicht. Brauche ich mehr Platz? Ein Steinbruch an einer Straße und einem Berg. Habe ich? Jetzt die Frage, brauche ich mehr Platz? Weiß man nicht. Okay. Warum geht das nicht? Ach so, leicht. Direkt da drauf. Wir versuchen es mal. Muss ich hier oben eine Straße legen? Geht das auch? Ja, natürlich. Okay, ja. Die Frage, wie viel deckt der jetzt ab? Immer nur die, die umgeben sind. Wir schauen mal. Ja, da hätte ich mir diese Aktion hier sparen können, aber gut. Das soll wohl so nicht sein. Hat die eigene Lieblingsschuhe im Schutzraum vergessen, Frodo holt. Uralte Technik, okay. So, was hast du? Wartet auf Ressourcen. Okay, los geht's. Bau einen Steinbruch an einer Straße, an einem Berg, das haben wir gemacht.
Und lassen die Zeit mal ein bisschen schneller laufen hier. Ihm hört sich die Musik komisch an. Ich würde sagen, wir machen einfach mal an der Stelle eine kleine Pause und dann machen wir mit unserem Steinbruch im nächsten Video wieder weiter. Bis dahin, macht's gut. Ciao.